Hallo Leute, mein Name ist Martin Gerber und herzlich willkommen zu den Wrestling News. Die Themen heute: wieder einige Fälle rund um Corona sorgen dafür, dass Clash of Champions als Pay-Per-View einige Probleme hatte. Auch bei Raw sind einige ausgefallen und Roman Reigns spricht etwas negativ über CM Punk und vieles mehr, Freunde. Auf geht's. Es geschehen ja scheinbar echt noch Wunder, denn der im April in Urlaub geschickt wordene Billy Gunn als Produzent für WWE-Shows wurde jetzt wieder eingesetzt. Nachdem man ja einige Leute, die man früher beurlaubt hat, jetzt doch vor kurzem entlassen hat, ist jetzt Billy Kidman einer der Leute, der Produzenten, die jetzt bei SmackDown wieder eingesetzt wurden. Könnte jetzt sein, dass das so nach und nach jetzt wieder angefahren wird, oder das war jetzt einfach bloß, weil man Druck hatte oder weil wieder wer ausgefallen ist oder keine Ahnung. Trotzdem hatte die SmackDown-Episode ungefähr die gleichen Zuschauerzahlen wie die Woche davor. Also so ganz knapp über der 2 Millionen. In dem Clash of Champions Match zwischen Angel Garza und Andrade und den Street Profits kam es zu einer Verletzung von Angel Garza. Dieser hat sich nämlich irgendwie, man dachte erst, das Knie verdreht, hat sich dann auch schnell ausgetaggt. Allerdings soll sich das hier eher um die Hüfte handeln, wo er sich da irgendwas verdreht hat. Genauere Informationen gibt es da leider noch nicht. Trotzdem gab es hier auch noch zusätzlich dieses komische Finish, wo Andrade eigentlich ausgekickt ist, der Ref aber trotzdem bis 3 durchgezählt hat. Was also da wieder war, weiß man nicht. Vielleicht wollte der Ref so schnell wie es geht dieses Match hier beenden, um Angel Garza nicht weiter zu gefährden. Oder es war eigentlich geplant, dass in diesem Spot Angel Garza den Pin unterbricht. Und es hat halt nicht funktioniert, weil er nicht da war. Alles auf jeden Fall ein bisschen komisch, aber bei Verletzungen muss man sowieso gucken, wie man denn möglichst gut darüber arbeitet. Ebenfalls gab es ja bei Clash of Champions die Tatsache, dass Nikki Cross nicht im Match gegen Bayley stand. Und das, weil sie wohl Kontakt hatte zu jemandem, der Corona hat. Und da gibt es ja eh die Corona-Fälle in NXT, in der WWE, im Performance Center und so. Und deswegen war man da lieber vorsichtig. Eine Tatsache ist aber trotzdem, dass man am Freitag für die SmackDown-Episode noch nicht genau wusste, ob man das so macht. Denn am Freitag bei Talking Smack hat Bayley dieses Match noch in der Promo verwendet. Das heißt, da ist man noch davon ausgegangen, dass alles passt. Auch das Women's Titel Match ist ja ausgefallen und auch hier war es so, dass einer der beiden wahrscheinlich Kontakt hatte und da wollte man nichts riskieren und deswegen hat man Nia Jax und Shayna Baszler auch aus dem Pay-Per-View rausgenommen und so fand dann dieses Match ebenfalls nicht statt. Aber auch hier können wir davon ausgehen, dass in den nächsten 2 Wochen alle Mädels wieder da sind und auch generell alle wieder da sind, die jetzt gerade nicht eingesetzt wurden. Da gab es ja bei Raw auch nochmal einige Fälle, denn diese Leute, die man hier rausgenommen hat, wurden mittlerweile alle schon negativ auf Corona getestet, bleiben aber trotzdem noch vorsichtshalber 2 Wochen dann in Quarantäne. Also auch bei den kompletten Retribution-Mitgliedern, bei allen 5 ist es so, dass sie jetzt erstmal selbst in Quarantäne gegangen sind, obwohl alle negativ getestet wurden. Ebenfalls sind auch 2 Referees für die aktuelle Raw-Episode ausgefallen. Cedric Alexander war nicht da, zu dem man aber komischerweise nicht so richtig weiß. Aber können wir auch davon ausgehen, dass das ja wohl die gleiche Situation ist. Und das hat dann auch dazu geführt, dass die komplette Raw-Episode halt eben nochmal neu geschrieben werden musste. Also das ganze Skript musste nochmal neu geschrieben werden. Und das hat natürlich ebenfalls dazu geführt, dass die Wrestler bis vor kurz vor der Show keine Ahnung hatten, was sie eigentlich dann heute zu tun hatten. So, das ist natürlich immer ein bisschen schwierig und führt natürlich auch zu Unmut, aber konnte man wahrscheinlich einfach nicht besser handeln. Das war dann doch eher eine kurzfristige Sache, dass man diese ganzen Leute hier rausgenommen hat. Der aktuelle New Japan Pro Wrestling Präsident Harold Meiji oder Mei, ich weiß nicht, wie man es genau ausspricht, wird demnächst seinen Posten als Präsident abgeben. Das hat was damit zu tun, dass eigentlich sein Ziel war, bis zum Ende 2020 für New Japan Pro Wrestling 100 Millionen Euro Einnahmen zu generieren. Und das hat ja nun mal nicht ganz so gut geklappt. Hat natürlich auch was damit zu tun, dass ja jetzt diese Corona-Sache dazwischen kam und damit das Ziel natürlich schwieriger wurde. Trotzdem wird er seinen Posten abgeben. Wie groß der Einfluss jetzt auf die Shows sein wird dadurch, weiß ich nicht. Alexa Bliss hat jetzt so ein paar kleine Probleme auf Twitter bekommen. Sie hat nämlich Storyline-mäßig auf diese Buddy Murphy Aaliyah Mysterio Sache von Raw getwittert, von wegen, ja, man gönnt dem ja, weil ja Aaliyah und Buddy Murphy wohl miteinander geschrieben haben und so. Ist
Alexa als Ex-Freundin von Murphy hat so ein bisschen drauf eingegangen, von wegen, ja, kann man ja machen und so. Aber einige hat das wohl gar nicht gefallen, dass sie das hier mitverwendet hat. Denn erstens ist es ja eine Storyline und zweitens muss man ja auch noch überlegen, dass Aaliyah 19 ist. Und Buddy Murphy ist 32. Das heißt, sie hat auch sehr viel Gegenwind bekommen, was das angeht. Von wegen, ja, hast du mal überlegt, wie alt die ist und so weiter. Das kann ja aber so ein kleiner Vorgeschmack sein auf das, was die WWE erwartet, wenn sie hier wirklich so ein bisschen Love-Geschichte da draus bauen. Wird es wahrscheinlich auch da ein bisschen negative Reaktionen drauf geben. Und dann müssen wir uns leider verabschieden von einem der besten Theme-Songs überhaupt, und zwar dem von Aleister Black. Dieser ist nämlich am Montag bei Raw mit neuer Musik aufgefahren und die alte war einfach richtig geil. Jetzt ist es natürlich so, das hatte ich ja schon in den News vor einiger Zeit, dass man bei der WWE versucht, alle Lieder, die CFO produziert hat, nach und nach zu ersetzen. Das hat man mit Keith Lees Musik gemacht und jetzt auch mit Aleister Black. Das hat was damit zu tun, dass die WWE und die Band CFO schon seit einiger Zeit getrennte Wege gehen und man halt einfach nicht mehr weiter deren Musik verwenden möchte. Hier im Speziellen konnte sich Aleister Black diese Musik quasi selbst aussuchen und hat sich dann halt für diese entschieden. Das heißt, man gibt das jetzt so ein bisschen an die Wrestler weiter, dass die da so ein bisschen Einfluss drauf haben, aber letztendlich konnte die gar nicht so gut werden wie vorher. Ihr könnt also auch davon ausgehen, dass wohl noch weitere Tracks, die von CFO produziert wurden und gerade von Wrestlern verwendet werden, so nach und nach immer weiter ersetzt werden. Und übrigens, die aktuelle Raw-Einschaltquote ging mal wieder ein bisschen nach oben. Wir hatten 1,832 Millionen Zuschauer im Vergleich zu der 1,6 von der letzten Woche. Also so ein kleines bisschen ging es wieder nach oben, aber halt noch nicht zu der 2 Millionen und auch noch nicht zu den Einschaltquoten, die SmackDown aktuell macht. Dann erinnert ihr euch ja sicherlich noch an die Speaking Out Kampagne. Hier gab es ja einige Frauen, die gesagt haben, ja, ich wurde von dem und dem und dem Wrestler irgendwie sexuell misshandelt oder belästigt oder sonst irgendwas. Und da gab es ja sehr viele, es sind sehr viele Fälle da aufgefallen. Und einer der Namen war ja auch Jory Ryan. Dieser ist jetzt allerdings gerichtlich dafür vorgegangen und hat erstmal 3 der Damen, die ihn da beschuldigt haben, angezeigt. In der 38-seitigen Anklageschrift geht er auf alles ein, was er quasi an Negativität jetzt in der letzten Zeit bekommen hat, aufgrund dieser falschen Anschuldigung. So sieht er das auf jeden Fall. Und dazu gehören natürlich Bookings, die ausgefallen sind, mal von Corona abgesehen. Dazu gehören natürlich auch, dass er Instagram-Follower verloren hat, Twitter-Follower verloren hat, auch aktive. Seine Wrestling-Promotion konnte er dann nicht mehr so arbeiten. Und so weiter und so fort. Es sind einfach sau viele Sachen, wo sie hier und da immer mal so ein paar Dollar dann halt einfach aufsummieren. Und so verklagt er diese Damen auf mehrere Millionen Euro Schadensersatz. Muss man natürlich sehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass er irgendwie Erfolg damit haben wird. Schon alleine aufgrund der Tatsache, dass Frauen ja immer die Wahrheit sagen. Und da hat er einfach schlechte Karten, schon weil er auch in Unterzahl ist. Und man hat bei sowas eigentlich so gut wie keine Chance. Deswegen gehe ich auch nicht davon aus, dass da wirklich was bei herumkommt. Für den Hell in a Cell Pay-Per-View scheint man wohl schon das Main-Event-Match zu haben. Und zwar Sasha Banks gegen Bayley im Hell in a Cell. Die Fehde ist ja sowieso relativ anständig. Das heißt, da kann man auf jeden Fall was draus bauen. Und die beiden Mädels würden das im Hell in a Cell auch sehr gut machen. Das heißt, wir werden das wahrscheinlich sogar als Main-Event für den Abend bekommen. Roman Reigns hat in einem Interview über CM Punk gesprochen und das nicht so wirklich positiv. Er ist darauf eingegangen, dass natürlich sehr viele Fans auf CM Punk anspringen, aber er das auf jeden Fall nicht so sieht, dass CM Punk jetzt so ein großer Name ist. Gerade wenn man sonst immer über The Rock mit ihm spricht, von The Rock auf einen CM Punk zu gehen, findet er schon ja, sehr eigenartig. Trotzdem, wenn man da jetzt eine Storyline draus bauen würde, wäre er zwar dabei. Und man könnte da sicherlich auch was Großes draus machen, aber im Groben und Ganzen hat er gesagt, dass er Punk einfach nicht leiden kann und dass Punk auch sehr viel Negatives in den letzten 5 bis 10 Jahren in die WWE gebracht hat, weil halt alle Fans die ganze Zeit auf diesen Punk-Zug aufspringen und das halt aber einfach nicht umgesetzt wird. Von daher gab es auf jeden Fall so ein bisschen Kritik Richtung CM Punk von Roman Reigns. Kein Aufbau für eine Storyline, obwohl man es sicherlich gut verwenden könnte.
So, dann war es das erstmal mit dem News-Update für heute. Gerne Daumen nach oben, Abo da lassen, Glocke aktivieren und natürlich auch Kanalmitglied werden für weitere Reviews. Außerdem gibt es am Sonntag noch die NXT Takeover Livestream-Geschichte, wo wir zusammen auch Takeover gucken und so. Am Sonntagnacht wird das natürlich auch wieder sehr schön. Am Samstag kommt die Preview dazu, Freitag kommt News, Donnerstag kommt irgendein anderes Video, also morgen, weiß ich noch nicht, mal schauen. Auf jeden Fall war es das. Macht nicht mehr so Sonne, haut rein und...